Guten Abend, Salon Schmidt TV. Tja, Saarländer, wie kommt man dazu? Ja, wie inkarniert man ins Saarland? Kann man mal ein Buch drüber schreiben. Geboren im Saarland. Du bist geboren schön, im Saarland. Schön St. Quendel, genau. Und dann irgendwann bin ich nach Kaiserslautern gekommen. Davor war ich allerdings noch in Baden-Württemberg und dann in Hessen und dann in Rheinland-Pfalz. Ach so, das heißt, okay, also das hat mich interessiert, wie es sich nach Kaiserslautern verschlagen hat. Etwas Besonderes, etwas, ein Anlass? Der Anlass war eigentlich, also ich habe damals bei Peppermint Patty angefangen zu singen, bei dieser Partyband. Und dann hatte ich eigentlich schon hier sehr viele Menschen um mich rum und dann war ich ja 10 Jahre in dieser Band, habe aber hier noch nicht gelebt. Da war ich dann noch woanders unterwegs. Ja. Ach so. Und dann erst vor 6 Jahren bin ich hierher gezogen. Du hast quasi durch die Musik hier die Szene kennengelernt sozusagen. Genau. Ja? Du machst hauptberuflich Musik? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Ich gebe noch Gesangsunterricht und spiele hier und da mal noch ein Konzert, ein kleines, in kleiner Besetzung. Mhm. Aber nicht mehr so in dem Stil und in der Häufigkeit, wie das damals war. Mhm. Da bin ich zu alt für. Nee, ich doch. So muss ich machen. Nee, ich will nicht mehr 30 Mal, 40 Mal im Jahr spielen. Mhm. Mhm. Wie im Monat? Im nee. Jahr. Ja, okay. Nee, dein Monat hat 40 Tage. Interesting. Nee, stimmt, nee klar. Manchmal, ja. Nee, also das heißt, Corona hatte ich jetzt nicht so getroffen jetzt als du hast jetzt also einen Job noch oder Homeoffice oder? Ja, ich arbeite noch bei einem sozialen Träger und ich weiß nicht, darf man hier Werbung machen? Ja? Ich grüße alle von der Lebenshilfe. Genau, und mach nebenher, also ich gebe auch noch Gesangsunterricht. Ich habe quasi 2 Jobs. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz hast du vorhin gesagt, du hast uns was mitgebracht, das steht hier auf der Couch. Mhm. Ich habe gefragt, was ist das? Also kannst du vielleicht gleich mal erklären, aber du hast es zugelegt während der Corona-Zeit, um einen psychischen Ausgleich quasi herzustellen. Ja, weil es doch sehr bedrückt. Ja. Ja, es ist sehr bedrückend. Also die Lockdowns bedrücken mich persönlich sehr. Das ist eine Hangtram und ich wollte schon immer eine. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich schon pleite gehe, Corona-Zeiten, dann richtig und dann kaufe ich mir doch ein schönes Instrument. Genau. Okay, ich kenne es vom Markt her, von unserem Wochenmarkt. Da sitzt seit Wochen jemand regelmäßig und spielt das da hinten an dem Kiosk. Genau, das ist der Anatol. Hallo Anatol, liebe Grüße. Ah, okay, kenne ich dich. Ja, der hat eine Original-Hangtram. Mhm. Also die hat so Dellen und hier noch so ein Ding. Mhm. Also das heißt wirklich Ding, so okay. Ein kleiner Hubbel. Aha. Und der Sound ist anders. Also das hier klingt länger nach, das ist eine Celtic-Tram und ist einfach nur der Unterschied, dass es ein langer Hall hat. Ja, können wir doch mal ausprobieren, können wir doch mal uns anhören, wie das klingt. Ja, würde ich gerne machen. Zeit fürs Bett. Nee, wunderbares Instrument. Ja, Sabine. Aber also ich kenne dich ja als gestandene, temperamentvolle Sängerin, als Frontfrau, auch von vielen Projekten und ja, man wird ruhiger im Alter, Bands. Ne? Bitte? Man wird ruhiger im Alter. Wir gucken uns mal an, ein paar Clips aus deinen alten Zeiten, wie das so abging. Set me free.
Also das war jetzt nicht Peppermint Patty, das war eine andere Band. Das waren Tommy and the Moondogs, die aus Hessen waren. Gibt's ja auch nicht mehr. Aus Hessen? Aus Hessen. Du hast auch in Hessen gelebt, oder? Ich habe in Darmstadt gelebt, ja. Ah, okay. Mhm. Und mit der Band, es war dann so wie das Modell Peppermint Patty, viel gespielt, viele Auftritte und du konntest auch davon leben dann. Ja, zu der Zeit haben wir auch tolle Auftritte gehabt im Ausland und okay. Ja, ich durfte ja, super. In Ägypten spielen und in ja. Portugal. Und jeder Musiker sollte mal auf Tour gewesen sein in seinem Leben. Das ja, das, ich bin seit 25 Jahren auf Tour gewesen. So fühlt okay. sich's an. Also seit ein paar Jahren bin ich ganz gediesch. Mhm. Okay, wir sind zwar beim Friseur, aber soweit man den Salon kennt, weiß man ja, wir haben auch ein paar Instrumente hier. Ein schönes Klavier für dich und vielleicht kannst du uns was spielen. I try. Ich bin ja keine Instrumentalistin, sondern ich bin ja nur, ich begleite mich ja nur. Ah, okay. Ich drücke ein paar Tasten. Say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. And I'm happy, nothing's gonna can stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, wanna be wherever you are. I know I'm coming back to you. Our love is a river long, best right and a million's wrong. I know I'm coming back to you. So, vielen Dank hier, Sabine Massing, heute Abend live bei Salon Schmidt TV. Vielen Dank. Nicht dafür, wie der Hanseate sagt. Hier, den habe ich mitgebracht, der ist gut. Du hast unser Maskottchen mitgebracht. Ja, Sabine, du machst nicht nur Musik, sondern ich weiß es und habe es auch mitgekriegt und habe es auch schon live gesehen, deine Gemälde, du malst. Mhm. Sehr gerne. Was malt man denn als Saarländerin? Wurst? Ja, Fiona. Vorzugsweise male ich Fiona und Dippelabbes. Nein. Ich male Menschen, Porträts. Ja. Wir gucken uns gleich mal hier ein paar Bilder von dir an. Du bist spezialisiert auf Porträts oder? Nee, ich male einfach Menschen, die mich interessieren oder auch einfach Fantasiemenschen. Ja. Oder aus Skizzen. Also normalerweise male ich ja auf großen Leinwänden. Ja, und auch Ausstellungen gab es auch schon hier in Kaiserslautern. Mhm. Ich war im Webend bei einer Ausstellung von dir. Genau, und in Glockencafé und im Union-Kino hingen die Bilder mal ein paar Wochen. Mhm. Ja. Also sehr rührig als kreatives Wesen.
Was steht so an in nächster Zeit, also trotz Corona jetzt? Ich hoffe, dass wir da bald rauskommen wieder. Und was Bandprojekten, gibt es da was Neues oder Altes? Neu und alt. Also es gibt ja Me and Dr. Key, das ist der alte Kollege von Peppermint Patty, mit dem ich Piano und Gesang, kleine Sachen mache. Oder der Thomas Burkhardt, mit dem ich gern spiele. Und dann habe ich noch ein Reggae-Projekt, Nayam Bingi, das macht sehr viel Spaß mit wechselnden Besetzungen. Ein lauterer Musiker? Das kenne ich jetzt nicht. Die sind eher aus Hauenstein. Ah. An dieser Stelle möchte ich alle grüßen, alle Hauensteiner. Heißes Pflaster, Hauenstein. Heißes Pflaster habe ich auch schon gehört, ab, ja. Ne? Nee, aber sehr nette Menschen und die Musik macht einfach Spaß. Reggae ist gute Laune, ja. Sabine, ich darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch heute. Es hat total Spaß gemacht, dich mal auch so ohne Instrument und ohne Mikrofon, also mit Mikrofon, aber so mal ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Du spielst jetzt noch ein Lied zum Abschied für uns mit unserem Dr. Mütziffer, unserem Virologen mit W am Klavier. Und ich darf mich ganz herzlich fürs Zuschauen mal wieder bedanken heute Abend. Tschüssikowski, Sabine Massing. Ciao. He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You went back from what you knew, so far removed from all that we went through. And I treat the trouble track, my old self style, and I go back to black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to us. I love you much, it's not enough. You love blow and I love puff. And life is like a pie, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black, and I go back to, and I go back to. We only said goodbye with words. I've died 100 times. You go back to her and I go back to black. We only said goodbye with words. Died 100 times. You go back to her and I go back to her.
too blind.